Dieses Video ist mir besonderes Anliegen. Wer zu der Sorte gehört, der im Falle des Falles ungespiktes, sprich ungeimpftes Blut haben möchte oder bei eventuell zukünftigen wiederkehrenden Maßnahmen wie Maskenpflicht, Corona-Tests, Lockdowns oder sogar der Impfpflicht nicht mitmachen möchte, der sollte dranbleiben. Ja, wie das Ganze staatlich anerkannt und rechtsgültig funktioniert, mehr in diesem Video. Ah ja, gleich zum Anfang, wer dieses Video auf TikTok anschaut, bitte abonniert mich besser auf YouTube unter Schnippes Agathom. Die löschen nämlich nicht gleich jedes Video und jeden Account. Tjo, heute wird's für Maßnahmen gegen den Impfkritiker höchst interessant. Ich habe heute bei mir zu Gast den Gründer vom Verein MV Mensch und Versorgung. Und wie ihr in der Videovorstellung schon gehört habt, gibt es einen Weg, den Christian Stoiber mit seinem Verein uns geebnet hat, in Zukunft Maßnahmen bis hin zur Impfpflicht ganz rechtsgültig zu umgehen. Auch von der Exekutive ist es verpflichtend zu akzeptieren. Ja, diesmal bitte ich gleich am Anfang, teilt das Video mit allen, die diese oder solche Maßnahmen auch nicht mehr mitmachen wollen. Ja? Ja, und jetzt, Servus Christian, es ist mir eine große Freude, dich hier begrüßen zu dürfen. Danke, lieber Tom, auch mir ist es eine große Freude, bei euch sein zu dürfen. Tja, wir zwei haben uns ja schon gut unterhalten, was das betrifft. Auch für unsere Zuseher ein paar Sachen. Du bist ja einer von den Gründern dieses Vereins. Ein internationaler Verein übrigens. Ja, so ist es und Augenmerk ist zu legen, dass wir international tätig sein können. Wann ist dieser Verein entstanden und warum? Unser Verein ist laut Vereinsregister Auszug am 17.07.2022 entstanden. Gegründet wurde er jedoch am 27.08.2021. Der Zweck warum? Eben um der Allgemeinheit dienlich sein zu können. Durch die Vereinsstatuten ist er festgehalten, dass ein Mitglied dieses Vereins, ein Proband einer Studie quasi, nicht gezwungen werden darf, gesundheitsgefährdende Maßnahmen zu befolgen. Ja, es ergibt sich aber nicht nur aufgrund der Statuten, sondern aufgrund unserer Forschungs- und Schutzprojekte. Nochmal für unsere Zuschauer bitte, welche Maßnahmen sind da genau inbegriffen? Generell alle gesundheitsgefährdenden Maßnahmen, jedoch auch Belastungen in psychischer oder physischer Art und Weise und ganz besonders muss man erwähnen, wie es schon zu Corona-Zeiten war, keine FFP2-Maskenpflicht, keine PCR-Tests, keine Impfungen, generell keine Impfungen, ob mRNA oder nicht, keine mRNA-Medikationen und so weiter. Also im Fall eines Lockdowns darf ich auch raus? Ja, selbstverständlich in Verbindung mit unserer Mitgliederkarte. Was mir ganz besonders gefallen hat, war, du hast mir gesagt, diese Vereinsstatuten sind wie ein Gesetz in Stein gemeißelt. Wie kannst du das der Zuschauer also vorstellen? Statuten bilden für jeden Verein generell das Gesetz des Vereines und geben dem Verein dadurch die Möglichkeit, in diesem Sinne die Tätigkeiten ausführen zu können. Erklär bitte unseren Zuschauern, wie du mir das ja gesagt hast, dass der Verein ja sämtliche Sachen unternimmt, um auch das BMI, das Bundesministerium für Inneres, zu informieren, damit auch die Polizei Bescheid weiß. Selbstverständlich werden und müssen wir auch das Bundesministerium für Inneres verständigen, diese Behörde informieren, auch mit Musterkarten ausstatten, damit diese Meldung von oben natürlich an die Landespolizeidirektionen, jedoch auch bis zur kleinsten Polizeiinspektion in Österreich gelangt und unsere Mitglieder dadurch bei einer Kontrolle geschützt sein können. Und wenn ein Mitglied während Maßnahmen kontrolliert wird und keine Maske oder Test dabei hat, ne, dann sagt man der Polizei einfach nur die Karte, die auch einen QR-Code oben hat. Das reicht ja dann und die müssen dem nachgehen. Ne? Ja, jede Behörde, welche Personenkontrollen durchführt, muss dieser Sache mit dem QR-Code nachgehen. Was mir auch ganz gut gefallen hat, dass bei diesem Verein Mensch und Versorgung, ja, Ungeimpfte genauso wie Geimpfte, ja, erwünscht sind. Es geht doch nicht um Spaltung. Wie du sagst, wir spalten nicht. Und im Prinzip, es geht darum, dass jeder Mensch, ebenso auch mRNA-geimpfte Menschen, an unseren Forschungs- und Schutzprojekten teilnehmen können. Ungeimpft Blutspenden, habe ich anfangs falsch verstanden. Eine kleine Erklärung diesbezüglich war super. Und was mache ich, wenn ich oder mein Kind im Krankenhaus ist und es könnte sein, dass eine Blutspende vonnöten wäre? Ungeimpft Blutspenden Österreich International bezieht sich auf eine bzw. auf unsere größte mRNA-ungeimpften Blutspender-Datenbank. Das heißt, man kann bei uns nicht Blut spenden, sondern man registriert sich bei uns und
Der Sinn war ja immer schon, dass wir mRNA-ungeimpfte Menschen für mRNA-ungeimpfte Patienten vermitteln können. Zurzeit leider noch nicht möglich, weil sich das Machtmonopol wehrt mit Händen und Füßen. Was mache ich, wenn ich in einer Klinik eingeliefert werde und die wollen mir eventuell eine Bluttransfusion verabreichen? Unbedingt die Patientenverfügung vorweisen. Zweitens die Mitgliederkarte, welche in Verbindung rechtsgültig ist, vorweisen. Verweisen auf den auf der Rückseite befindlichen QR-Code, diesen zu scannen, und sollte es notwendig sein, wegen Ungereimtheiten und so weiter, sofort das Präsidium von MV Menschenversorgung informieren und kontaktieren. Ein Komplettpaket quasi, ne? Ja, so kann man es sehen. Ja, du machst ja auch Vorträge diesbezüglich und das sogar europaweit. Wie schaut es aus, wenn man die mal haben möchte? Am besten uns eine E-Mail schreiben. Die E-Mail-Adresse findet ihr in unserer Homepage bzw. verlinkt unter unseren Videos. Wir nehmen miteinander Kontakt auf und koordinieren dann einen dementsprechenden Vortrag. Tja, wer jetzt vielleicht mRNA-freies Blut geleckt hat, sorry, hat man nicht verkneifen können, der kann das unten nachschauen. In der Beschreibung auf YouTube habe ich alle Sachen verlinkt, was Mensch und Versorgung betrifft. YouTube-Link, Facebook-Link, genauso auch wie die Homepage. Ich habe ja Christian noch gebeten, er soll ein kleines Vorstellungsvideo machen. Ich werde es zum Schluss jetzt noch anfügen, nach unserem Gespräch. Und ein paar Sachen kommen vor, die was wir schon geredet haben. Aber unter anderem auch wird die Homepage vorgestellt und wie man sie anmelden kann. Christian, es war mein Volksfest, dass du da warst. Und bitte Leute, teilst das Video überall. Tschüss. Ich danke auch dir und deinen Zusehern recht herzlich, dass ich dabei sein durfte bei diesem Interview. Und ich wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Mal. Guten Tag, meine lieben Zuseher. Aus gegebenen Anlass und der Gefahrenlage, auf welche wir höchstwahrscheinlich zusteuern, möchte ich unseren internationalen Verein MV Mensch und Versorgung in Kürze vorstellen, dass das Video nicht so lange wird. Wir sind ein Förderverein für Gesundheit, Wissenschaft, Forschung und Umweltschutz und befassen uns für unsere Mitglieder hauptsächlich mit Forschungs- und Schutzprojekten. Das bedeutet, unsere Mitglieder dürfen keine FFP2-Masken tragen, keinen PCR-Test über sich ergehen lassen, geschweige denn sich in irgendeiner Form impfen lassen. Ja, das ist ausgeschlossen. Die Vorgaben obliegen ausschließlich dem Verein MV Mensch und Versorgung, denn man ist hier Probande. Ja, also so einfach ist das nicht, dass man hier diese Menschen zwingen kann. Ja, aufgrund dessen, da im Sinne unserer Statuten und unserer Schutz- und Forschungsprojekte öffentliches Recht ausgeschlossen ist. Wir haben schon während der Corona-Zeit sehr, sehr vielen Menschen geholfen, eben was diese Themen betrifft, aber auch in Spitälern, Kliniken betreffend ungeimpftes Blut und so weiter. Ja, hier haben wir die Autotransfusion durchgesetzt, das in Kürze. Ich möchte hier gar nicht so lange eingehen auf das Ganze. Bitte, wenn ihr Interesse habt und noch nicht wisst, dass es uns gibt und wo man uns findet. Wir werden das natürlich unten im Video verlinken. Ist in erster Linie unsere Homepage www.mv-und-versorgung.com. Auch unsere Gruppen auf Telegram und Facebook. Hier aktualisieren wir laufend immer über unsere Aktivitäten und so weiter. Zweitens, was auch ganz wichtig ist zu wissen, ich halte auch europaweit Vorträge. Das heißt, alles, was wir tätigen, ehrenamtlich, kann ich in diesem Kurzvideo leider nicht reinbringen. Das heißt, bitte, wenn ihr Interesse habt, organisiert einen Vortragsabend, schreibt mich per E-Mail an, wo, wann und so weiter. Und wir werden das koordinieren und ich komme dann, egal in welcher Region, zu euch. Ja? Ich zeige euch nur ganz kurz, wie die Homepage aussieht. Ihr kommt auf die Homeseite, ja, hier, das ist die Homeseite, ja, hier könnt ihr alles lesen, das sind die Vorabinformationen. Diese Seite ist irrsinnig lang und warum ist sie lang? Weil wir die wichtigsten Punkte
Punkte aus den anderen Buttons gleich zusammengezogen haben, dass die Menschen nicht suchen müssen. Ja, dann habt ihr daneben gleich den Button Mitglied werden. Hier könnt ihr nachlesen, wie schaut das aus mit der Mitgliedschaft, wie hoch ist der Mitgliedsbeitrag, wie sieht es aus mit Kindern und Jugendlichen. Hier vermerke ich ganz kurz, Kinder und Jugendliche bis zum vollendeten 15. Lebensjahr sind kostenlos bei uns Mitglied, erhalten eine eigene personalisierte Mitgliederkarte. Grundvoraussetzung dennoch ist, dass zumindest eines der Erziehungsberechtigten oder Elternteile bei uns Fördermitglied ist. Daneben habt ihr das Registrierformular, das mache ich kurz auf. Ja, da stellt man alles aus. Ja, und wenn man dann weitergeht, habt ihr die rechtlichen Grundlagen. Ja, hier noch andere Buttons, die ganz, ganz wichtig sind. Die Patientenverfügung zum Beispiel wird in ganz Österreich in allen Kliniken bereits angenommen nach Prüfung der Juristen in den Krankenhäusern, kann das nicht abgelehnt werden. Und diese Patientenverfügung als Hinweis ist nur rechtsgültig in Verbindung mit unserer blauen Mitgliederkarte. Das heißt, wenn man diese ausdrucken würde, dann wäre diese rechtswidrig und wird nicht anerkannt. Ja? Okay, das kurz zu unserer Homepage. Ich bedanke mich in aller Kürze wiederum für euer reges Interesse. Schaut bitte in unseren YouTube-Kanal. Ihr seht hier das Logo rechts ober mir, MVDV, oder wenn es nicht gefunden wird über Google, bitte einfach nur eingeben MV Mensch und Versorgung und dann kommt ihr auf unseren Kanal. Hier könnt ihr sämtliche Info-Videos, welche ich schon gemacht habe, nachsehen, nachhören. Und hier erfährt ihr viel mehr als in diesem Kurzvideo. Ich bedanke mich für euer reges Interesse und wünsche euch alles, alles Liebe.